Hey Jumba, willkommen in Night City und in diesem Video mit einem kurzen News-Update. Beginnen wir mit dem nächsten Patch. Manche werden sich wundern, denn schließlich hatte CD Projekt Red doch erklärt, dass kein Team mehr daran arbeitet und überhaupt hieß es überall, dass keine Updates mehr erscheinen werden. Aber das stimmt so nicht. Es wird noch mindestens ein Update kommen. Aber ja, es stimmt, dass Cyberpunk 2077 kein explizites Team mehr hat. Alles, was für Cyberpunk 2077 jetzt noch kommt, wird offenbar nebenher von den Devs gemacht, die bereits abteilungsmäßig bei anderen Projekten sind. CD Projekt Red hat ganz klar bestätigt, dass AMDs Upscaling-Tech FSR3 noch nachgeliefert wird. Und das geschieht natürlich im Rahmen eines Updates. Vielleicht gibt es dann noch einige Bugfixes, aber mit irgendwas anderem als eben maximal Bugfixes würde ich persönlich jetzt nicht rechnen. Oft wird gefragt, wann es endlich soweit ist. Dazu haben wir keine Informationen. Aber erst heute wurde die Cyberpunk 2077 Installation für Tester erneut geupdatet. Das bedeutet, dass man aktuell einen neuen Build checkt. Das letzte Mal, dass das der Fall war, war vor über 3 Wochen. Wenn die Tester den Build nun freigeben, wird das Update wohl bald erscheinen. Wann das aber konkret der Fall ist, steht eben in den Sternen. Es könnte nächste Woche oder erst in Monaten der Fall sein. Also in kurz, ein Update kommt auf jeden Fall, aber erst wenn es ready ist. Fans des Cyberpunk 2077 Soundtracks haben nun die Möglichkeit, die eindrucksvollen Melodien von Cyberpunk 2077 und Phantom Liberty auf dem Klavier nachzuspielen und dabei ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen. CD Projekt Red hat eine 56-seitige Datei mit exklusiven Klavierarrangements von Songs aus Cyberpunk 2077 und eben Phantom Liberty veröffentlicht. Die PDF-Datei steht zum Download auf der offiziellen Webseite von CD Projekt Red bereit und enthält insgesamt 15 Arrangements. Den Link zu der Datei habe ich dir in die Videobeschreibung gepackt. Laut CD Projekt Red sind die Arrangements für Pianisten unterschiedlicher Niveaus geeignet, so dass sowohl Anfänger als auch fortgeschrittene Musiker auf ihre Kosten kommen sollen. Die Komponisten ermutigen die Fans, kreativ zu sein und keine Angst vor Experimenten zu haben. Sie empfehlen, bei Bedarf eigene Elemente hinzuzufügen, um die Stücke dadurch persönlicher zu gestalten. Sie weisen auch darauf hin, dass einige der Kompositionen möglicherweise anspruchsvoller sind als andere. Zudem sind einige Fragmente ausdrücklich als zyklisch gekennzeichnet, was bedeutet, dass sie beliebig oft wiederholt werden können, je nachdem, welches Tempo dem Musiker am besten passt. Zusätzlich zu den Klavierarrangements bietet die Datei wertvolle Tipps der Komponisten, die den Musikern helfen sollen, das Beste aus den Stücken herauszuholen. An dieser Stelle habe ich eigentlich nur noch eine Frage. Wer von euch da draußen kann eigentlich Klavier spielen? Antworte gern darauf, vor allem wenn du vorhast, da irgendwas von diesen Arrangements zu spielen, denn das würde mich auf jeden Fall interessieren. Tja, Klavier spielen. Neben Reiten war das immer eins der Dinge, die ich unbedingt lernen wollte, aber bisher bin ich einfach nicht dazu gekommen. Okay, ich war zu faul, aber das ist ein anderes Thema. Apropos Soundtrack. Wer mehr über die Chooms hinter den Soundtracks von Cyberpunk 2077 und Details über den Sound von Night City erfahren möchte, für den ist der letzte Red Stream sicherlich interessant, der am vergangenen Mittwoch stattgefunden hat. Zu Gast waren Marcin Przybyłowicz, PT Adamczyk und Jacek Paciokowski. Den aufgenommenen Stream habe ich dir in der Videobeschreibung verlinkt. Aktuell ist der nur auf dem offiziellen Twitch-Kanal von CD Projekt Red zu sehen, aber normalerweise erscheint die Aufzeichnung auch einige Tage später auf dem offiziellen YouTube-Kanal von CD Projekt Red. Sobald das der Fall ist, trage ich den Link nach. Kommen wir zum letzten Thema. Heute wurde das Immerse Gamepack für Cyberpunk 2077 veröffentlicht. Dabei handelt es sich um eine personalisierte Audio-Tag, die das Sounderlebnis im Spiel nochmal deutlich steigern soll. Hier mal eine offizielle Demo, die das Ganze rüberbringen soll.
Dieses Audio Gamepack wird aber nicht durch CD Projekt Red entwickelt, sondern von Embody Audio und somit hat das Ganze auch ein ganz eigenes Preisschild. Das Pack kostet nämlich einmalig 20 Euro. Ob es das wert ist, muss natürlich jeder für sich entscheiden. Aber glücklicherweise kann man das Ganze 14 Tage lang testen und eben schauen, ob das Ganze das persönliche Spielgefühl steigert oder eben nicht. Ich werde es auf jeden Fall mal ausprobieren, denn in der Demo hörte sich das schon sehr, sehr nett an. Aber mal sehen. Den Link zu der Seite von Embody Audio habe ich dir ebenfalls in die Beschreibung gepackt. Und damit wären wir durch. Wenn dir das Video gefallen hat, dann zeig das gerne. Und damit bis zum nächsten Mal in Night City. Die Codes da unten sind für dich. Du kannst bei der ersten Bestellung 5 Euro sparen oder 10% bei jeder Bestellung. So hast du etwas davon und ich natürlich auch, weil ich dann eine kleine Provision bekomme, wodurch du mich dann ganz nebenbei auch noch unterstützen kannst. Einen Link zum Holy Shop findest du in der Videobeschreibung. Ich wünsche dir viel Spaß beim Energieeinkaufen.